Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Stream hier mit World of Warcraft und der Blutelfe auf ihrem Weg zur großen und hoffentlich perfekten Hexenmeisterin. Wir sind hier an der Morgenjägerzuflucht in der Krasarang-Wildnis und ich möchte heute ein bisschen weitermachen. Ich bin mal wieder, wie das so die Woche üblich ist, im Hotel. Und es scheint mir hier und jetzt diesmal mit der Leitung einigermaßen vernünftig zu funktionieren. Und deswegen versuchen wir das jetzt einfach mal. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal ins Spiel. Ich werde heute mal ausnahmsweise mit der Facecam streamen. Und ich hoffe, dass das in Ordnung ist für euch. Wir werden mal sehen, wie das so funktioniert und ankommt. Schauen wir mal. Gehe mal rüber auf. So, Quatsch. Ich gehe mal aus der Map raus, sodass wir anfangen können. Und irgendwo müsste auch mein Vieh sein. Das ist mein Vieh. Und irgendwo müsste das andere Vieh noch sein. Mein Fischi. Doch ein Fischi. Ein klitzekleines Fischi. So, jetzt wollen wir mal. Locker und fröhlich. Wir haben noch, Moment, findet die, was? Ach, so, Linzaf, was? Lin? Radpfote. So, jetzt haben wir es. Hier, ich finde. Quatsch. Blödsinn. Quatsch, Blödsinn, Quark und so weiter. So, ich würde sagen, habe ich hier überhaupt keine Quests mehr? Moment mal. Irgendwo muss es doch hier weitergehen. Muss ich jetzt tatsächlich da hoch? Sache. Okay. Wenn die das so haben wollen, dann wird die Yeshia hier jetzt darüber fliegen. So. Einfach so mal machen. Mitten durch die Wildnis brettern. Oh, da geht's mal ganz schön hoch. Uiui. Ob hier oben war ich schon mal. Da bin ich schon mal auf dem Weg hierhin, bin ich da schon mal so drüber geflogen, so halb an der Ecke. Was sind hier für Pflänzchen? Ah, siehe da. Dieselben wie unten auch. Ab und zu muss ich auch mal ein paar Sachen aufheben, ne? Ich kann ja nicht immer nur dran vorbeirennen. Vor allem, wenn ich dann schon mal so direkt an der Stelle bin. Kein Weg umsonst. Das sieht ja Mörger. Ja, das sieht ja super aus da unten, oder? Diese runden Beete? Cool gemacht. So, ich bin schon da. Hui. Runter mit mir. Da ist sie. Lin Zartpfote. Berichtet mir von euren Reisen. Jetzt echt? So, nein, ich habe den verborgenen Meister noch nicht gefunden. Wahrscheinlich habe ich ihn ja draußen nur meine Zeit vergeudet. Ach, die. 14 Mantis der Ick. Wie heißen die? Ixig? Okay. In Steinflug. Okay. Lebt wohl. Werden wir hinkriegen. Was möchte Lun Mai? Wir dürfen nicht zögern. Evakuierungsbefehl. Also evakuiert die Familien Schwarzgrund, Schaufelprank, Grünacker und Mergelpelz. Wir müssen, sodass andere es nicht tun müssen.
Doch so schön hier, warum evakuieren? So. Das ist immer so, ne? Bei World of Warcraft ist immer viel. Nein, es ist nie so friedlich, wie es aussieht. Da, guck mal. So, Lun Mai hat die Evakuierung des Gebiets befohlen. Ab geht's. Genug davon. Nö, weg mit euch. Geht fort. Was braucht ihr? In fort mit euch. Das erinnert mich wieder an Dr. Who. Colonel fort mit euch. So, da ist er. Auch du. Sprecht. Weg mit dir. Möge der weiße Tiger über euch wachen. Sieh zu, dass du Land gewinnst. So, die eine Quest haben wir schon fast. Da ist aber noch hier Familie Schwarzgrund. Die? Da. Oh, wo wohnen die denn? Da hinten? Ach du lieber Gott. Hallo. Uhu. So, auch du, geht fort. Mögen euch die Nöte schützen. Hey, lass das. Würde ich mir mal ins Target nehmen? So. Irgendwie bin ich zu nah dran, kann das sein? Ah, jetzt. So, jetzt aber. Berichtet mir von euren Reisen. Möge die Jadeschlange euch leiten. So, jetzt aber. Na also. Unglaublich. Hartnäckiger Mensch. Aber ich glaube, ich wäre genauso hartnäckig. Hartnäckiger Panda, nicht Mensch. Ich wäre genauso. Sollte auch mal weg, weil die irgendwo in eigentlich genügend großer Entfernung so eine tolle Fliegerbombe oder was da entschärfen wollten. Und wenn ich nicht sowieso weggemusst hätte, dann hätte ich mich, glaube ich, da auch so ein bisschen hergestellt oder versucht zumindest. Es war ganz am Rand bei mir, also quasi so der letzte halbe Häuserblock um das Gebiet herum. Ist quasi nicht mehr in Gefahr. So. Wie viel noch? Ach, das waren 3 von 14. Na super. Ich glaube, bei denen sollte ich mich jetzt auch nicht... Oh Jemen. Was geht? Machen wir so viel Schaden? Hallo? Muss das so? Voll krank. Warte mal. Lass uns mal hier die lieben netten Tränke machen. Ach ja. Aufrichten. Der Stuhl, der ist nicht so der super bequemste, aber ich bin ja schon mal froh, dass ich einen bekommen habe hier. Ursprünglich gab es nämlich auf dem Zimmer überhaupt keinen. So. Aber besser Klappstuhl wie kein Stuhl. Mir schlecht in Sessel fläzen und spielen hier, oder? Alter, jetzt wird's aber arg. So, so. So.
saugen. Boah. Der Wahnsinn. Wo bei Zeus fettem Hinterteil kamen die denn her? Erflickt und zugenäht. Beschwer dich doch mal. So, was haben wir noch? Noch ein, noch zwei, noch drei, noch fünf? Auch fünf, sag ich doch. So geht das. Außer Reichweite. Oh, oh, jetzt gibt's Haue wieder. Jetzt gibt's wieder Haue. Haue regiert die Welt. Haue regiert die Welt. Wo ist mein Vieh? Ist er schon wieder tot? Verdammt. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich habe keinen Trank mehr. Ja. Oh Mann. So spät schon. Verflixt und zugezottelt. So, wo geht's denn? Da geht's hin. Immer das gleiche. So, darauf muss ich mir jetzt erstmal ein. Einmal Energy trinken. Sorry, aber ein bisschen die Stimmbänder ölen und was versuche ich hier? Wollte ich gar eine Quest abgeben? Sollte mich schwer überraschen, wenn das geht, in dem Zustand. Der Geist von Yeshia sprach mit mir. So, annehmen. Das Ding da machen. Das Ding da machen. Ein Fischi machen. So. Und jetzt. Jetzt zu dir! Wie nennst du, sagst du? So, du oder der andere hat mich gekillt, deswegen bist du und der andere jetzt tot. So viel dazu. Aha. So doch nicht mit mir. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Einer noch. In einer noch muss, aber dann ist Schluss. So, ist er. Wo ist der Rest vom Schützenfest? Da, guck mal. So, Quest abgeschossen, erschlossen.
Gibt's sonst noch was hier? Nein. Nein, sieht nicht danach aus. Dann wollen wir mal. Ein paar schnuckelige Quests abgeben. Wo sind sie? Wo ist mein Questgeber? Da. So, die Evakuierung war erfolgreich, Meister. Wir sind hab sie alle nach Hause geschickt. Auf der Mauer. Hab ihn in den Hintern getreten. So. Oh, aussuchen wieder. Oh, guck mal. Was haben wir da Schönes? Was dürfen wir denn Schönes hier? Entweder ich verliere Crit und gewinne Tempo, was ich überhaupt nicht brauche. Oder ich gewinne Crit und Tempo und verliere Meisterschaft, was ich auch nicht brauche. Also egal, was ich nehme, ziehe ich eh nicht an. So, sucht Meister Bramnatz im Tal der Vier Winde. Ach, der wollte sich machen lassen, oder? So. Gut, kalt am Bäuchlein. So, jetzt aber. Wo, ist gar nichts mehr, ne? Null. Nente. Okay. Och, Mann. So schön aus da. Ich dachte, ich könnte vielleicht im Garten noch ein bisschen was ernten oder so. Irgendwas in der Richtung. Aber nein. Was denn? Chinesische Mauer? Krass. Boah. Sehe ich jetzt zum ersten Mal. Mega. Mega cool. Ultra genial. Will ich mich mit dir anlegen? Nö, will ich nicht. Mal durchs Gestrüpp fliegen hier. Yeah. Oh, oh. Was wollen denn diese? Oh, guck mal. Was zum Abbauen diesmal? Erze. Ganz ohne Scherz. Erze gibt's hier. Cool. Immer schön. Was gibt's hier? Erz oder Pflanze? Wahrscheinlich Erz, oder? Hm? Oder nix? Nix ist, nee, da nix. Nix wäre schlecht. Da ist Erz. Nix würde bedeuten Fehler in der Karte. Und das haben wir nicht. Die Karte ist meistens sehr korrekt. Drüber geflogen. Oh. Haus mitten im Wald. Das sieht cool aus. Oh, mit den Glühwürmchen. Das sieht cool aus. Total schön gemacht. So. Sprecht mit Meister Schramnatz und versucht dann den Stapel Bambusstangen dreimal zu treffen. Stapel Bambusstangen. Moment, ja. Moment. Wo?
4. Oder wie? Was gibt es? Ah, oh, diese Prüfung ist nicht schwer. Ihr müsst nur auf den Bambus schlagen, bis er bricht. Hm. Aber er ist viel zu dick, sagt ihr vielleicht. Dies ist Teil der Prüfung. Um sie zu bestehen. Ach so. Nochmal. Ah, oh, diese Prüfung ist nicht schwer. Training beenden. Ach so. Bambus schlagen, bis er bricht. Aber er ist getroffen. Sagt ihr vielleicht. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Dies ist Teil der Prüfung. Ja. Um sie zu bestehen, müsst ihr eure Energie in eine Faust kanalisieren. Und dann zuschlagen. Unglaublich. Wartet auf den richtigen Moment. Und dann. Hm, nein, 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 nein. Konzentriert. Wartet auf den richtigen Moment. Und dann. Geduld ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, genau so. Ah, so geht's das. Immer wenn er voll ist und leuchtet. Bong. Schön. So, Meister, ich habe Bambus besiegt. Ja. Bambus Querliga. Will der tanzen? So. Ja, nee, klar. Kämpfe ich mit dem Stein? Okay. Was kommt jetzt noch? Oder nicht auf einem Bein stehen oder so. Doch. Schön. Hm. Jetzt halt mal nutzen. Noch ein Schlückchen. So. Training beendet. Was gibt es? Hast du auch ein Training für Fischi? Nee. Na, dann nicht. Töte 12 Nebelinkarnationen. Jetzt kriege ich Aufträge von ihm. Ah. Entzündet die nördliche Nebelwarte, die westliche Nebelwarte und die südliche Nebelwarte. Hm. Würde sich machen lassen. So cool aus mit diesen. Ne? So. Das ist die gar nicht. Hier ist die Nebelwarte. Ach ja. Und weg. Wo ist sie? Da hinten. Jetzt mal hier durchkämpfen. Ich glaube, 3 von denen oder 4, das ist dann doch etwas viel des Guten. So.
Ups, haben wir. Wieder anpirschen hier. Er scheint ja mal, oder macht ja inzwischen richtig Schaden, der Chaosblitz. Finde ich gut. Dieses Ausrüstung nach und nach immer wieder verbessern. Lohnt sich. So. Südlich entzündet. Was fehlt denn noch? Teepflanze, was? Mit den Teepflanzen. Ausmachen? Lindern und Brandschatzen. Der hat eine Lache. Der Typ hat eine Lache. Alter Vater. Scheint nicht gerade was zu bringen, was ich da mache. So, geplättet. Es brauchen noch, wir brauchen nur 6 Stück davon. 6 Stück. Ich bin der Ansicht, dass es hier so ein bisschen ziemlich schleppend vorangeht immer. Die eine oder andere Quest. Aber die hier, wenn das jetzt wieder relativ viele Viecher sind, ja, so 12, 15, 30, keine Ahnung was, ne? Aber das geht immer alles noch schneller, wenn man nur die Viecher töten muss. Also wenn man von denen dann sammeln muss und die Dropchance ist nicht 100%. Brauche ich die anderen Viecher da hinten eigentlich auch? Sieht nicht danach aus, oder doch? Nebelinkarnation töten. Das ist wieder so etwas, was ein bisschen heftiger ist, glaube ich. So, komm her. Ich hab was für euch. Ich glaube, die brauchte ich nicht.
So. Hier ist keiner mehr ohne Fahrschein. Sehr schön, dann haben wir die. Dann haben wir die im Sack. Oh. Hast verflogen hier wieder. Hallo Meister. Achso, da ist noch einer. Noch Quest. Oh, hallo. Sammelt 18 Jade Mondblätter. Möge euch dieser Tag Freude bringen. Verflixt du, gar nicht gemacht. Was kann ich für dich noch tun? Die Nebelwarten wurden entzündet. Da darf ich mir was für aussuchen. Oh. Das bringt irgendwie gar nichts, ne? Beides exakt dieselben Werte? Exakt dasselbe Level? Ja. Cool. Okay. Okay, dann muss ich jetzt nur noch die Blätter machen. Blätter sammeln. Nee. Da. Könnte sein, dass sie gut versteckt sind. Da sind noch welche. Oioi. Schöne kleine Blättchen sammeln. Andere Richtung. Hopp. Oh, hier gibt's reichlich. Sehr gut. Ich dachte schon, ich müsste jetzt auf dem Weg wieder 48 von den anderen Viechern killen, damit ich überhaupt da dran komme. Aber so dramatisch ist es dann doch nicht. Da steht noch eins. Das, oh, das waren schon 18. Oh, das ging schnell. Ach, Mann, das hinsetzen hier. So. Also wenig senkrecht da hier hinsetzen. Einmal kurz neu machen und zurück. So, wenn wir mal versuchen. Warte mal. Habe ich noch irgendwo Tränke? Ne, nur Regenerationstränke. Dann wird das nichts. Dann wird das nichts. Funktioniert nicht. Also so einen Lebenstrank, den habe ich immer gebraucht. Eigentlich immer. Aber wir können es ja trotzdem mal versuchen. Na, jetzt sterben geht ja eh nicht. Da. Da steht er, hier ist Ruhe. Alles ready? Vielleicht kann ich noch irgend so einen Buff-Trank nehmen. Habe ich noch sowas? Eine Stunde lang unter Wasser atmen, das ist Quatsch. Aber Mensch. Mana wiederherstellen? Nee, einen Buff-Trank habe ich auch nicht mehr. Doch hier, warte mal.
wenn ihr mindestens 10 Sekunden mit Essen verbringt, werdet ihr satt und erhaltet eine Stunde lang Meisterschaft. Bei dem eine Stunde lang 10 kritischen Treffer wert. Das macht. Ja, da ist er. Sehr gut. So, wo ist er hin? Da sitzt er. So, das machen wir jetzt mal ganz geschickt. Einmal Kinam drauf. Go, Betty, go. Einmal einen Dicken drauf. Er tut sein Übriges. Den mal zwischendurch heilen. Und draufzaubern. Was? So. Boah, was? Geh weg, ich will nicht. Alter. Dreht er jetzt vollkommen eine Pfeife? Wo ist er? Hallo? Kämpft er da hinten mit meinem Vieh oder was? Boah. Ja, habe ich mir fast gedacht. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Hä? Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Meine Fresse. Nee, meine Fresse nicht. Stopp. Komm, es war ein Versuch wert. Hätte auch fast geklappt. War ja ein Lebenstrank. Dann hat es funktioniert. Hätte mir jetzt noch gefehlt. Um die Zeit zu überbrücken, bis hier der Dings wieder ready ist. Wie heißt er? Der Gesundheitsstein. Weg. Bleib weg, ich will dich nicht. Immer. Den machen, Fischi machen. Und mal zurück zum Questgeber. Versuch was wert, allemal. Wenn das funktioniert, da kommen richtig geile Rüstungsteile bei raus. So, bitteschön, einmal die Jademondblätter, bitte, bitte. So, hab Dank, das reicht fürs Erste. Eine richtige Salbe kann man... Was kann ich später zubereiten? Eine sichere Reise. Eine sichere Reise. Wohin? Nein! Ist klar. Jetzt will er wieder was. Ja. Was ist denn? Mit eiserner Faust. Herausforderung des Holzes. Noch nicht schon wieder? Sprecht mit Meister Schramnatz und versucht dann den Stapel Holzbretter viermal zu treffen. Was gibt es? Viermal. Jetzt. Diese Prüfung ist nicht schwer. Ihr müsst nur auf das Holz schlagen, bis es bricht. Aber es ist zu schwer, sagt ihr vielleicht. Jetzt bin ich gespannt. Aber es ist nicht zu schwer, ob ich es begriffen habe. Dafür. Exzellenter Schlag. Mal müsste ich das durchkloppen.
Karate-Meisterin hier. Nee, Kung-Fu ist das bestimmt. Jawohl, siehste. Fand er jetzt gut, ne? Ja. Was darf ich jetzt machen? Ach so, jetzt da, was? Sammelt 10 Eier von Kaiserschwalben, 4 Eier von Weißkopfkranichen und ein Ei eines Hornschnabelschreiters. Okay. Ist das weit weg? Ja, geht so. So ungefähr da. Wäre zumindest schon mal ein Teil. Ach so. Mit Reittier kann man besser fliegen. So. Schau sich einer das an. Hier in der Höhle. Oh, ich glaube, das fanden die nicht so witzig. Mochten die irgendwie nicht. So, gesammelt. Hier? Nichts zum Sammeln. Ich dachte, es wäre auch was zum Sammeln. Hätte ja mal sein können. Dachte. Dann mache ich die doch direkt weg. Zählt der Sachen. Wollte ich gerade den Fisch aufheben, weil er rund ist und aussah wie ein Ei. Nee, ist klar. Na. Der mag das doch bestimmt nicht, wenn ich an sein Ei gehe. Das sind die Vögel eigen, sind sie. Die mögen das nicht. Sind wie wir Männer. Ja. Er lässt sich schon vom Fremden her gerne ins Ei packen. Sowas hier. Also wirklich. Vögel. Vögel doch nicht. Die sind da ganz empfindlich. Yeah. Eins und zwei läuft dabei und weg. Da war gar nichts. Und das Eichen hier. Was brauchen wir noch? Ei eines Hornschnabelschreiters. Kaiserschwalben. Da zum Beispiel.
Ja, verstehe nicht. Muss ich jetzt nicht ganz hinterkommen hier? Sind die ganzen Eier? Da sind welche. Sind die beide nicht witzig? Okay. Oder hätten sie noch welche? Schauen, ob die auch bewacht sind. Was? Nö. Die nicht mehr. Er ist bewacht. Wo denn der? Sonst noch irgendwo Eiers? Da hinten. Da hinten sehe ich welche leuchten. Unbewacht? Auch mal was Schönes. Gibt's keine? Die brüten nicht mehr. Ah, hier. Guck mal. Na also, so, jetzt brauchen wir nur noch das Ei eines Hornschnabelschreiters und der dürfte sich da in der Höhle befinden. So schätze ich. Zu Hause? Vermutlich doch. Nö? Doch. War schon klar, dass der mich nicht einfach so rauslässt hier. Sie dürfen jetzt umfangen. Bitte jetzt. So, geht doch. Bequemste Position ist nicht gerade, stelle ich gerade fest. Bin mal sofort wieder da, kleinen Moment. Obwohl, ich kann auch so lange hier auf die Sicht gehen, ohne Kamera. So. Ich glaube, jetzt könnte das besser sein. Ich hab mir mal eben kurz was ausgeliehen hier. So. Zurück zum Questgeber. Mal gucken, was der Meister mir jetzt wieder beibringen will. Ich weiß auch nicht, wofür ich jetzt Holz zersäbeln können müsste, um Vögel-Eier zu klauen. Uns heißt nicht Vogeleier, nicht Vögeleier. So, Meister Schrammlatz.
Was kann ich für dich tun, Meister? Und die Eier geben, ne? Bitteschön. Machst du das Omelette sofort, oder? Na gut. Okay, mit der Ausbildung fortfahren. Da. Ah, ich boxe wieder gegen Steine. Bewirft er mich gerade mit Eiern? Wo macht er das denn? Er ist klar. Ich klopfe auf den Stein rum. Guck mal, Meister bewirft mich mit Eiern. Was soll ich jetzt? Ist klar. Dafür brauchten wir die Eier. Okay. Oh Gott. Bin ich hierbei. An welchen Film erinnert euch das? Zu schön. Zu herrlich. So, der Meister von einem Vogel gelegt. Was gibt es? Ist er? Jetzt mal die Eier in Ruhe gelassen. Was gibt's hier Schönes? Wenn ich das anziehe, habe ich minus 1 Meisterschaft. Also, warum soll ich das dann anlegen, ne? Irgendwie sind die Sachen, aber momentan sind die Sachen, die ich hier bekomme, nicht wirklich besser. Ich habe alles getan, was ihr von mir verlangt habt. Ich bin bereit für die Herausforderung der Steinschule. Mach doch mal. Diese Prüfung ist nicht schwer. Ihr müsst nur auf den Stein. Jetzt muss ich wieder Steine. Muss ich wieder Steine zerklopfen, ne? Das ist unmöglich, kriegen wir hin. Sagt ihr vielleicht. Nun, da irrt ihr euch. Mit einem klaren Geist und Konzentration. Auf geht's. Gar nichts unmöglich. Ich hätte es selbst nicht besser tun können. Wette, das tut weh im Handgelenk. Mal warten, bis das Ding da voll ist und dann. So, einer noch. Einer noch. Und kaputt. Jawohl. Steine durchgekloppt hier. Super. Wenn man jetzt mit diesen Schlägen und so auch was anfangen könnte, das wäre natürlich obergeil, oder? Wenn ich jetzt hier irgendwie noch so Skills dazu kriegst, so im Nahkampf mit irgendwelchen Karate-Techniken oder so, nur weil du die Quest gemacht hast, hätte was. Noch mehr? So, jetzt muss ich auswählen. Hätte ich gerade noch gar nicht gebraucht. So, er hängt jetzt schon wieder. Grüße. Sie. Meldet euch bei Wachkommandant Lun Mai bei Steinflug im Tal der Vier Winde. Ich hoffe, euch bald Meld. Zu sehen. Gibt's eigentlich hier irgendwo was zum Reparieren? Nö. Muss ich wieder warten, bis ich irgendwie ein größeres Dorf finde. Die Leitung scheint diesmal stabil zu bleiben. Bin begeistert. Oftmals habe ich das ja in Hotels so, dass die Leitung irgendwie nach einer Zeit abends dann zusammenbricht. Aber nö, diesmal nicht. Diesmal Pandaria verbirgt eine große Dunkelheit.
Übung und Disziplin, ja, habe ich abgeschlossen. Die Mauer darf nicht fallen. Wenn die Mauer fällt, dann macht aber laut, du. Wo bin ich denn jetzt hin? Hallo? Ey. Jetzt nicht ohne Quest gelassen hier, ne? Bin ich jetzt gar nicht mal so unwitzig. Warte mal, gibt's hier vielleicht einen, bei dem ich reparieren kann? Gastwirt? Geht nicht. Gastwirt kann ich höchstens verkaufen. Haltet eure Augen und euer Herz offen. Kommandant? Da oben vielleicht? Mal gucken. Ihr seid zum richtigen Ort gekommen. Die Welt ist euer Lehrer. Die Welt ist mein... Was? Die Welt ist mein Lehrer. So, so. Reparaturen. Ah, siehste. Berichtet mir von euren Reisen. Sehr schön. Mögen die... Tschüss. Mach's gut. So, jetzt geht's da oben hin. Da geht's jetzt hin. Plündern und Brandschatzen. Er hat so eine so geile Stimme. Eine mördergeile Lache. Ich finde, der hat was. Entdeckt Schlangenrücken. Jetzt bin ich in der Schreckensöde. Oh Gott, die Schreckensöde. Und da ist das Ausrufezeichen direkt hinter der Mauer. Mördergeiles Ding. Da steht er. Hallo, Wachoffizier. Wir sind die Wächter auf der Mauer. Okay. Sagen wir doch das Offensichtliche. So, stellt euch mit Shadupan Seil. Was? Shadupan Seil? Zur Terrasse von. Oh Gott. Mit dem Shadupan Seil. Zur Terrasse von Gurtanab und versucht nach dem geschützten Shadupan Bogenschützen. Ich werde ihn finden, hoffe ich. So, was soll ich noch machen? 6 Schreckens, Spinner, Hüter und das Drachengewehr von Shadupan. Und 20 Schreckenspinneneier auf der Terrasse von Gurtan zu zerstören. Okay. Schauen wir mal. Bleibt wachsam. Da ist noch ein Flugmeister. So, neuer Ort entdeckt. Sehr schön. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Die muss ich so killen, glaube ich. Nö, die muss ich gar nicht killen. Wieso nicht? Schreckenspinneneier. Nur die Schreckenspinneneier und die Hüter. Ist keine Hüter? Nee, Schreckenspinner sind das. Keine Hüter.
Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Aber wo soll ich denn jetzt da drauf ballern? Womit? Ah, Hilfe. So, da unten habe ich gestanden. Ah, das ist das Ding. Ja? Nicht so eilig. Auch nicht. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt habe ich mich einmal abgeseilt. So, da war wieder bestes Ochsenfleisch am Werk. Moment. Oh, weg ist die nächsten Eierlein. Mein Hüter wegmachen? Ja, komm. Erstmal die Mythe einheizen hier. So, schön. Und dann Eier besprühen hier. Da ist auch noch was Eieriges. Mehr Hüter. Nicht mehr denken können. Ne? Hüter sind die Viecher, die nicht wie doof durch die Gegend laufen, versuchen wegzukommen. Also passt. Oh. So, einmal gegrilltes Ei. Gut, schon mal hingucken weh. So, nächste. Hüter Number 5. Ich muss näher ran. Komm, einen noch. Einmal Hüter und dann müsste, dann ist die Quest fertig. Ne? Ach ne, den Bogenschützen soll ich noch finden. Ich brauche ein Ziel. Bogenschützen lang. Hm.
Äpfelpflänzchen da. Kenne ich ja noch gar nicht. Pilz. Eine Narrenkappe, ach so. Irgendwo soll hier was zum... Ach, da! Mittendrin. Eine kleine, kleine Pflanze. So, auf zum Bogenschützen. Er soll irgendwo da sein. Ach, eingesponnen ist er. Wir sind die Schwerter in den Absturz. So, oh, dass ich auf dem Haufen Spinnenkadaver gelandet bin, hat vermutlich dabei geholfen. Na gut. Hat den Sturz auf jeden Fall überlebt. Hey, Stufe 89. Jawohl, jawohl. Ja. So, was gibt's denn Schönes hier? Das Ding ist gut. Muttersaat Handschuhe. 14 Crit und 12 Meisterschaft. Der bringt man alle Werte nach oben. Er macht Mist, also nehmen wir gleich den hier. Ne, sofort. Oh. So, untersucht die internen Kämpfe der Mantis auf der Terrasse von Gurtan. Hütet euch vor dem Westwind. Ja, ja. Immer diese Bestie. Wie war das? Finde das Teil. Ach, ich habe das doch umgeändert. Ich doof. Warte mal. Ich hab doch gesagt, hier alle Rüstungsteile hier rein. Oh, das Ding war Quatsch. Das Ding war ebenso Quatsch, weil gleiche Werte. Will ja trotzdem mal anlegen, weil. Neuer und noch nicht kaputt. Das würde mir Meisterschaft abziehen, deswegen nehmen wir das nicht. Und das Teil ist blau, verstehe ich nicht. Lohnt sich das, ein schlechteres Teil anzuziehen? Ne, komm. Das ziehen wir an. Und fertig. Dann das im Verkauf. Das kann im Verkauf. Das eigentlich auch. Und der Ring auch. Ja, die waren genauso sinnig. Okay, Meister. Haben wir das. Was darf ich hier noch machen? Gehilfe Krezo töten. Okay. Der hier? Was ist hier drin? In der Höhle. Huhu. Hm.
muss zuerst etwas anvisieren. Es war einmal. Hat das noch einen Teil gegeben? Wohl? Nee, hat's nicht. Oh, was krieg ich denn dafür, dass ich dich gerettet habe, dass ich dein Leben gerettet habe, Meister? Brauche ich einen Händedruck, wie immer. Okay. Aber ich krieg eine neue Quest. Was darf ich denn tun? Benutzt die Stinggabel von Klaxi. Klaxi. Am uralten Bärenbrocken. Auf der Terrasse von Gurta. Okay. Wird gemacht. Benutzt, du schlägst auf den Brocken uralten Bärens. Okay. Ich schlage auf den Brocken uralten Bärens. Na dann. Pong. Verwendet. So, jetzt ist kaputt. Ich bin zurückgekehrt. Summ, summ. Der Windschnitter ist zurückgekehrt. Ah, jetzt darf ich für den noch Quest machen. Erweckungskrankheit und uralte Rache. Bringt 10? 10? Saftfliegenteile zu Kiruk, dem Windschnitter, auf der Terrasse von Gordan. 100 Stück. Wow. 100 ist eine Hausnummer. Und ich habe vorhin gemeckert wegen 12? Unglaublich. Tötet 6 rachsüchtige Gurtani-Geister auf der Terrasse von Gurta. Wollte sich machen lassen. Ja. Mir kommt da gerade noch so eine Idee. Moment. Drehe mich mal ein bisschen in die Richtung. Muss nicht unbedingt hier irgendwelche Getränkewerbung machen, will ich auch nicht. So. Saftfliegenteile. Wie sehen die denn aus? Ah. Ich falle nicht schnell um. Ansonsten habe ich gleich ein Problem. Oh. Oh oh. Ach wohl. Die fallen schnell um. Die fallen verdammt schnell um. Oh, das waren schon 22? Cool. Geht der ruckzuck? No. Mit der Fliegenklatsche. Geh nix. So. 29. Ach, süchtiger. Ach du Scheiße. Da war noch eine Spinne. Die Spinne. Saugen, saugen, saugen. Saugen. Sauge, Mann, sauge. Uiuiui. Jetzt geht das Leben wenigstens wieder aufwärts. Boah.
Aber die scheine ich zu brauchen. Sehr praktisch. Wäre nur freudig gewesen, wenn sie in der Lage gewesen wären, einzeln zu kommen. Und ohne Spinne dabei. Ich brauche ein Ziel. So. Und ja, noch weg. Da, boah, sind da viele Fliegen. Cool. Alles schon da bleiben. Schön. Da, was? Nein. Ja, ja. Erzähl mehr von zu Hause, liebe Spinne. Gute Nacht. Schlafe gut. So, dann wollen wir. Sechsundfünfzig Fliegenteile. Was will denn das? Was will denn der uralte Wächter? Fliegen. Da sind noch welche. Schöne kleine Fliegen. Ich muss zuerst etwas anbieten. Ja, ist ja gut. Mach mal keinen Stress, Spinne. Sie gar nichts, egal. Siebzig Teile, yeah. Hier noch weitere Fliegen? Jo. Gerade mal drei, aber egal. Es hat drei wie keine. Ist ja gut. So. Ich brauche ein Ziel. Oh, was los? War der nicht rachsüchtig genug oder was? Da hinten scheint noch einer zu sein. Ne, ist eine Spinne. Ist ein Spinne. Oh, wen habe ich denn da? Easy Gun ist wieder da. Zum Gruße und hallo. Ja, heute mit Facecam. Einfach mal so. Mir war danach. Mir war danach heute. So zum. Zum fröhlichen Abend aus meinem Hotel. Ja, was heißt, es läuft. Man spielt sich so voran, sage ich mal so. Weiß ja so, weiß ja selber im Stream. Könnte immer ein bisschen mehr los sein. Aber ansonsten. Ne?
Egal. Gibt Schlimmeres. Mach das lieber für die drei Leute, die Spaß dran haben. Und für mich, weil ich da Spaß dran habe. Als für irgendwen anders oder für 5 Euro oder sonst was. So, irgendwie. Was fehlt mir denn noch? Fliegenteile. Lass doch mal nach Fliegen suchen. Irgendwo müssen doch hier noch Fliegen fliegen. Momentchen. Irgendwo da unten, wenn es danach ginge, dann hätte ich schon längst aufhören müssen. Also wenn es mir wirklich darum ginge. So. Da sind welche. Genau genommen hätte ich da auch, glaube ich, ein kleines Problem mit. Also ein persönliches Problem. Weil ich würde mich dann verpflichtet fühlen, online zu kommen, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt Lust habe, gerade irgendwie zu spielen oder so. Einfach nur, weil ich, sagen wir mal, ein Abonnent irgendwo habe oder was. Ne? Da das nicht der Fall ist, weil es halt nicht geht, umso besser. Stellt sich mir dieses Dilemma nicht. Hey, 100 Teile zusammen. Sehr nice. So, einmal zurück zum Questgeber, wo auch immer der wohnt, da hinten wohnt er. In die Richtung. Mitten durch den Baum. Und wie lief's bei dir? Da. Unter mir. Ach ja, das war ja das Insekt aus dem Ei. Aus dem Ei gepellt hier. Die uralte Rache wurde genommen. Und hier hast du was zu futtern. Prost. Ach nee, guten Appetit sagt man ja. Was gibt's hier Schönes? Siehst du wieder. Minus 1 Crit. Dann ist das Teil eigentlich höher. Unglaublich. Es ist doch undramatisch, finde ich jetzt. Also. Muss auch nicht sein, oder? Schminke. Ich bin. Oh, ich fliege. Ein Krieger aus einem vergangenen Zeitalter. Ich fliege. Auf einem Windschreiter. Ich verließ eine Feste der Mogu. Es war mir nicht, die Wände mit ihrem Blut zu färben. Ach, ist es ja auch, mein Gott. Aufgrund meiner Taten wurde ich zu einem getreuen. Vollkommen egal. Wenn es danach ging. Guck mal, ich bin auch umgeschminkt. Vom rechten Pfad abgekommen ist. Aber frisch geduscht. Ja, Logo, nach dem Sport, ne? Man will sich ja nicht selbst ins Koma schnüffeln. Nein, durch den eigenen Körpergeruch ins Koma schnüffeln, sowas. Der Palast, dies ist nicht unser Weg. Drin? Jetzt verstehe ich, warum die Klaxi handeln müssen. Sie bilden den Rat unserer weisesten kulturellen Anführer. Sie kontrollieren die Macht der Kaiserin. Oh, was ist das da unten für ein Teil?
verderbt werden oder unsere Zivilisation bedrohen, haben die Klaxi geschworen, sie zu entmachten. Hört doch mal auf zu quatschen. Es gibt andere wie mich, getreu einer jeden Ära, erstarrt in der Zeit. Sie ohne Zucker, nein. Oh man, das Zeug schmeckt süß. Wenn ich es ohne Zucker zu mir nehmen würde, dann... Erst wenn sein Wille geschehen ist. Ja, ist okay, ist in Ordnung. Aber mir schmeckt halt, am besten. Auch wenn es jetzt so ein bisschen teurer ist vielleicht. Ich guck immer, es gibt ja auch zwischendurch ein Angebot. Hab jetzt irgendwie, weiß ich nicht, für so ein Ding 99 Cent bezahlt. Das geht. Ist jetzt nicht die Welt. Rockstar? In halb Liter? Ich auch zwischendurch. Mein Leben für die Klaxi. Guck mal. Ich krieg wieder was. Achso, ich krieg das, was mir nichts bringt. Ja. Dann nehme ich doch das, was mir am meisten bringt von dem Nichts. Ach ja, was soll's, mein Gott. Was ist das für ein Man lebt nur einmal, oder? Man lebt nur einmal. Tötet 6 Gehegehüter der... Was? Wie heißen die? Schreckzehr? In den Gelegen... Was? In den Gelegen von Schreckzehr. Nee, Scherzeck. Muss auch lesen, was da steht. Nicht raten, was da... Muss lesen, was da steht, nicht raten, was da steht, ne? Tötet 30 Schwarmgeborene der Scheckzer. In den Gelegen. So, jetzt aber. Alter Schwede, was mit dem? Der Kreislauf wird erhalten werden als Futter für dich. Lieber kurz ein bisschen. Und die da. Und muss ich den nochmal ankaspern hier? Moment. Sprecht. Also, ich sag mal so, ich mache ja die Quest so ein bisschen für die Story. Und dann muss ich natürlich, jetzt lese hier nicht alles. Ich lese nicht alles komplett. Das ist auch mein Fehler. Deswegen stehe ich oft da und weiß nicht genau, was ich machen soll. Aber, so, dann geht's los. Zu den Gehegen. Aber ich sag mal so gelegentlich, wenigstens so die, was ich machen soll, das sollte ich mir schon einigermaßen anlesen. Nicht genau, wie ich es machen soll, das ist eben mein Problem. Das lasse ich oft weg. Das heißt, ich weiß dann nicht genau, wie ich es machen soll. Und versuche dann zum Beispiel irgendwelche Elite zu killen. Dabei müsste ich einfach nur hinter irgendeine Waffe gehen und da mal so ein bisschen auf rumdengeln. Damit. Naja. So ist das. Was machst du? Was? Schmeißt er mich hier runter? Ja, Sack. Darf der das? Warte mal. Zum Gespräch. Geschlafen. So ist schön. Aber ich sollte mir mal wieder was Neues machen hier. So ist gut. Muss ich hier rein? Nein. Muss ich nicht. Muss da runter. So, von dannen geblasen, das Vieh.
Geht. Läuft. Was spielst du eigentlich für einen Char? Im Moment. Auch Horde oder Allianz? Da 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 da. Erwischt. Was soll ich da unten eigentlich machen? Schwarmgeborener von Schreckzer. Die Hüter von Schreckzer. Manipulator. Schwarmgeborener ist in der Mitte. Ach, die Gelegehüter. Die kriegen wir. Erstes Versorgen eine Menge. 30 Stück. Wahnsinn. Und Panda Windläufe. Horde. Ja. Spitz immer schon Horde? Hast du noch nie Allianz gezockt? Oder gewechselt zwischenzeitlich? Oh oh. Oh oh. Das kann Hau geben. Jetzt Guardian mache. Muss hier weg. Dann raus aus dem Ganzen. Der hilft mit. Boah. So, siehst du. So killt man Elite. Was? Ich habe meinen Gnome auf 70 gezogen, weil ich den Erfolg wollte. Doppelagent. Aber dann hatte ich keinen Bock mehr. Einfach. Ach so. Ach ja. Also ich habe. Ich habe früher eigentlich immer die. Nennen wir sie mal. Die gute Seite gespielt. Ja. Also das, was ich für die gute Seite gehalten habe. Und hat natürlich dann hier auch Allianz gespielt. Bei Daok habe ich die Albion gespielt, also die Menschen. Bei also verschiedene, aber ich habe immer irgendwie die Seite des Lichts gespielt, sagen wir mal so. Und irgendwann habe ich mir dann jetzt gedacht, gerade wo ich jetzt hier neu angefangen habe, damit ich nicht in Versuchung komme, irgendwas Altes wieder auszubuddeln. Komm, mach Horde. Dies neue, lernst die Gebiete nochmal neu kennen, aber von der anderen Seite. Und es gibt ja auch hier schöne Charaktere. Mhm. Macht auch richtig Spaß. Elfe hat was. Die zieht richtig durch. Ich übernehme mich ab und zu, weil ich bin ja nun mal kein Tank, aber die spielt sich fast wie eine. Obwohl sie eigentlich nur ein Stofflappen ist. Staubtuch. So, komm. In Staub jetzt den Gelegehüter hin. Gut, es hängt ja von den Leuten ab, ne? Wer ist das gerade spielt? Was ist er denn? Brauche ich den auch? Kann ich den killen? Mach ich mal. Komischen Flieger hier. Versucht er gerade Schaden damit zu machen? Wird nichts.
Den brauche ich bestimmt auch noch mal. Was ist denn hier mit den schwarmgeborenen Teilen? Habe ich noch keinen einzigen von. Was? Oha! Und die beides wählen? Die können sich nicht entscheiden, ja? Oh mein Gott. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das gab auf Auge, wa? Mädels. Jetzt aber. Komm. So. In ein paar Sekunden laufen wir da hinten hin. Ungefähr jetzt schon mal. Auch ein paar Schwarmgeborene wegmachen hier. Sieht ja mal Leben aus. Gut genug? Ja. Und wegpusten. Oh je. Die leben noch. Boah. Hui. Dachte, ich kill die komplett damit. Bin also Schizo, nein, bin ich nicht. Nein, bin ich doch, doch, nein, 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 doch, nein, doch. Ich habe immer an dem herlaufen. Immer. Muss so. Oder wie? Weil er ist noch was Schwarmgeborenes. Ist aber gut hier. Oh. Ey, statt dass ich den angreife, hebe ich auf. Oh, oh, oh. Das kann ich aber am besten. Ach, weißt du. Ich denke nicht. Ich finde das ganz amüsant hier. Einer noch. Ein Schwarmgeborener. Einer. Geht das eigentlich? Einer? Mal ausprobieren. Ja, wahrscheinlich nicht. Kommen immer alle, ne? Da. Oh, was? Sauge, sauge. Sauge, sauge. Nee, ich habe keine festen Zeiten, muss ich sagen. Ich mach's halt so, wie ich Zeit und Lust habe. Upsala. Und kündige das dann vorher dann kurz auf Twitter und Facebook an. Ja, und man kriegt's ja hier halt auch mit. Wenn man den Alarm anhat, dann kommt der dann auch was. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen kann. Ich weiß auch noch nicht, wie lange ich morgen auf... ich bin auf Montage. Ich weiß nicht, wie lange ich morgen auf der Baustelle bin. Kann ich nicht sagen. Dementsprechend weiß ich noch nicht, wann ich überhaupt im Hotel bin und wie das dann hinhaut. Ja, 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 ja. Ne? Also ich weiß es halt, wie gesagt, noch nicht. Genau. Da muss ich halt mal schauen. Da unten ist noch ein Questgeber. Mitten in diesem Gestrüpp hier oder was? Was? Noch ein Questgeber da. Krass.
Kristall. Da unten. Der hier oder was? Alter, jetzt ist aber gut hier. Oh, doch nicht. Mein Champion wird euch alle fertig machen. Los, zeigt mir mal, wie stark ich bin. So. Ja, mal gucken. Ich freue mich, das ganze Level heute schaffen muss. Muss ich nicht schaffen, aber das hätte natürlich was. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine angenehme Nachtruhe und schön, dass du da warst. Lass dir gut gehen. Und erhol dich vom Training. Ich denke, ist dieser Questgeber hier. Hallo? Da. Wieder irgendwie voll reingehauen hier. Werd hier gleich mal bei dir auf Page gehen, bei dir in den Kanal gehen und werd da mal ein Follow setzen, dann kriege ich wenigstens auch mal mit, wenn du on bist. Das habe ich gestern, das war das letzte Mal, irgendwie nicht mehr hingekriegt, beziehungsweise nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ach ja. Jetzt dran vorbeigeflogen? Nein. Richtige Richtung. Jo. Ist hier richtig? Glaube schon. Kann das sein, dass da noch ein Questgeber ist? Das habe ich noch. Alles klar. Mach's gut. Schlaf gut. Süße Träume. So. Den Quest habe ich auch angeklickt. Ach so, das war der Flugmeister, war das, ne? Ne. Doch. War nur der Flugmeister. Nur ist gut. Wir werden einen schnellen Tod erleiden. Oh, einmal hier, Schreckensgelege abgeben. Verlasst mich jetzt. Verlasst mich. Los, geht weg. Unglaublich. So, da ist noch ein Fragezeichen. Besitzt ihr etwas von mir? Was kann ich für dich tun? Eine Quelle furchtbarer Macht, ja? Die wurde abgeschlossen. So, von einer Außenseiterin wie euch erwarte ich allerdings nicht, dass ihr die daraus erwachsenen Folgen versteht. Erwachsen, boah, das wird langsam wirklich spät. Ich lese hier einen Schrott, ne? Sammelt 4 Schreckensband-Fokusse von den Angstformen der Fortik in Kypari? Boah. Alter Schwede, die haben Namen hier. Die haben Namen irre. Sammelt 6 Bernklingen von Klingenverschiebern. Jo. Mach ich mal. So, ich soll mit ihm mal wieder quatschen. Aber da hat sich was getan. Guck mal, da. Meister Ausrufezeichen. Korrig. Was für eine Korrig? Sockelt den Resonanzkristall der Klaxi in das inaktive Schallrelais beim Herz der Angst.
Ja. Klingt nach einem Deal, ne? Machen wir mal. Komm, hopp, hopp. Hopp, hopp. Ja, erstmal gucken. Was haben wir denn hier wo? Also hier oben die Schreckens Bärenfokusse. Hier unten die Bärenklingen und da das Kristall aktivieren. Dann würde ich sagen, fangen wir bei zwei an, da können wir einen so einen Kreis fliegen hier. Naja. Und da sollte ich vielleicht drum rumfliegen. Durch tut immer so weh. Bärenklinge. Ja, so holen. Denn ach, Bernd, ach hier, das sind die Klingen-Dingsbums, das sind bestimmt die hier. Das sind bestimmt die Klingenverschiebener. Verschriebener. Klingenverschriebener, so. Jo, davon gibt's die Klingen. Na du. Ein aufs Dach. Komm. Ich bin gerade in Stimmung. Lalala. Wusch. Und schubs und weg. Dankeschön. Meiner. Oh, wo geht's weiter? Da geht's weiter. Hier geht's weiter. Juhu. Alter, jetzt geht's aber ab hier. Jetzt geht's aber ab. Yeah, baby, yeah. Krass. Da hinten laufen noch so ein paar Klingen rum. Komm her. Kling, klang. Das ist zu weit entfernt. Weglaufen. Bring deinen Kumpel mit. Er kann gleich mit dran glauben hier. Yeah. Drei von sechs. Die Droprate ist jetzt nicht hier so super beständig, glaube ich. Oh. Komm, saugen wir den aus. Schon dabei sind hier. Wie ihm denn?
Ich hätte ja noch so eine Klinge. Da oben hängt noch einer rum. Ich bin außer Reichweite. Ah klar, wir müssen natürlich jetzt auch wieder kommen hier. Ach, ist klar, ja, kommt doch mal alle einfach jetzt hier. Unglaublich. Irgendwie hat das jetzt aber auch nicht so viel gebracht. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Doch, 5 von 6 habe ich jetzt. Super. Nur noch einer fehlt. Uno. Uno. Und der könnte ich. Ja, die sind. Erst habe ich keinen einzigen gehabt, ne? Und jetzt kriege ich ständig hier die Viecher. Grausam. Lass mal abheben. Lass mal von oben gucken. Da wohnt noch einer. Tja, hat sich ausgebrummkreiselt hier. Du Sack. Musste mal gesagt werden. Musste mal gesagt werden. Er dreht sich hier so schön im Kreis immer. Das war nix. So, endlich. Alle zusammen. Dann würde ich sagen, geben wir mal fix ab. Und flattern zu 1. Da oben gibt es... Achso, das Relais aktivieren, okay. Geräusche hier. Da. Da sind's. Leben noch frisch. Komm näher. Komm. Ihm denn. Warte mal, für dich habe ich was ganz Besonderes. Hier, den da. Gute Nacht. 2095 macht er schon. Alter, krasses Teil. Mega. Komm. Was? Toter Winkel? Während das Kristall zum Leben erwacht, dringt eine, was? Barsche, alte Stimme in eurem Verstand ein. Okay. Sollte ich die Quest mit ihm annehmen? So. In der weckt. So. Hätte ich gerne mal gelesen jetzt hier. Schauen wir mal. Gleich mal gucken eben. Den muss ich gleich, ja, den würde ich gerne noch machen hier. So, findet und erweckt in den Mantis betreuen in der... In den, ach so, in den Gelegen. Okay. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, hoffe ich.
Gut, schöner da hinten. In erwecken. Mal davon ausgehen, dass der auch genau hier ist, werde ich jetzt mal hier landen. Wusch. Hallo Jungs. Etwas für euch. Guck mal hier. Mach du den Rest. Ich mach das hier mal. Ich erweck den mal kurz. Sagt er? Ugn? So. Komm mal mit denen noch drauf. Ich kann den nicht wirklich. Immer. So, jetzt. Ich kann den ja nicht irgendwie... Achso, der hat noch gar keinen Schaden genommen. Okay. Ja, der immer noch nicht fertig ist, kommt wahrscheinlich noch eine Welle. Geh von aus. Ah, ich hab's geschafft. Bin zurückgekehrt. Ich lausche dem Ruf der Klaxi. Junge, du brauchst aber dringend einen Peppermint oder so. Krass. Er klingt ja richtig gut. Ach so, warte mal, da war noch was. Da oben. Ja, komm, jetzt fliegen wir erstmal dahin zurück. Erstmal hierhin zurückflattern. Und ich denke mal, so allmählich ist es doch Zeit, ist es nicht? So allmählich sollte ich mich auch mal in warme, weiche Gefilde begeben und ein bisschen schlafen. So, aber erstmal lösen wir die Quest noch ein hier. Die Klaxi haben gerufen. Ja. Geschickt. Und irgendwas gibt's auch noch. Was? Bitte flieg mich zu den Gegenden von Chatten. Nee, das brauchst du jetzt nicht. Ja, das brauchst du nicht. Was soll ich hier machen? Töte den verderbten Getreuen. Okay. Und da ist noch einer. Der Rüstmeister. So, erstmal hier die Bergklingen abgeben. Und nö. Die wären gar nicht mal so schlecht. Wir sind fertig. Ich glaube, diese Stiefelchen, die möchte ich anziehen. Diese Stiefelchen möchte ich gerne anziehen. Schnack. Und den Rest möchte ich gerne verkaufen. Ihr wollt handeln? Natürlich. Einmal reparieren alles. Und dann will ich mit dir handeln. Alles weg, was hier so ist.
haben wir hier noch? So, der kann weg, der kann weg. Der konnte auch weg und das konnte irgendwie auch weg, meine ich, ne? Genau. Ja. Verhaltet im Kreislauf. Vieles ist anders. Kreislauf ist nie verkehrt. Ich finde, jeder sollte einen haben. 10 Eier. So, tötet 6 verschworen. Wenn nicht in unsere Feinde. Fruchtverschworene Fortik getötet. Okay. Das kriegen wir hin und zwar kriegen wir das nächste Mal hin, wenn es hier weitergeht mit dem Stream. Und ich werde mich jetzt von euch verabschieden. Ich wünsche euch eine angenehme restliche Nacht. Und ich muss schauen, wann ich das die Woche jetzt schaffe, wieder in den Stream zu kommen und mit euch ein bisschen weiter zu zocken. Ansonsten sage ich jetzt erstmal bis zum nächsten Mal, wenn es hier weitergeht. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao und eine angenehme Nacht.